Willkommen zu Project Nova 10 Wrestling! Das folgende Match ist ein Singles-Match und es ist angesetzt auf einen Fall! Auf dem Weg zum Ring mit einem Kampfgewicht von 105 Kilogramm aus Kurdistan, die kurdische Wut, Sorani! Herzlich willkommen bei Project Nova 10. Mein Name ist Sepp Hammer und ihr glaubt gar nicht, was euch hier heute erwartet. An meiner Seite heute nicht Emi Völler, nicht die bezaubernde Melanie Grace, sondern Abdul to the goddamn Kenan. Auch von meiner Seite aus Sepp to the goddamn Hammer. Herzlich willkommen zu Project Nova Wrestling 10. Ich hab gehört, ihr seid wegen mir hier. Ich brauche euch nicht. Also scheiße auf euch alle. Ihr Jabroni. Ben, Sorani, Schmariek, Alay Kurdistan, Omasere. Ich sehe jetzt eure Scheißgesichter, eure dumme Gesichter. Also mach ich auf Deutsch. Für die, die mich nicht verstanden haben. Es mir scheißegal, wer heute meine Gegner ist. Er kann reinkommen und ich mach ihn kaputt. Kaputt will ich ihn also machen. Und sein Gegner mit einem Kampfgewicht von 79 Kilogramm aus. Warte mal ganz kurz. Rein, Son of Nothing, Maggot! Maggot, bei Project Nova Wrestling 10. Sepp, warum hast du mir nichts gesagt, Mann? Hab ich euch zu viel versprochen, Leute? Ich habe euch gesagt, das wird die größte Show, die wir je haben. Und Abdul, ich glaube, den macht Sorani nicht so einfach kaputt. Oh nein, oh nein. Ich sag dir mal eine Sache, Sepp Hammer. Ich kenne Maggot. Ich habe gegen Maggot und Ahura 2020 bei der WXB Academy gekämpft. Das war einer der größten Challenges, die ich und Aitar Spahal in unserer Tag-Team-Karriere damals mit der Group Anarchie hatten. Mit dem Mann ist nicht zu spaßen. Der ist hinterhältig, manchmal auch ganz nett, aber hauptsächlich hinterhältig. Was soll man sagen? Wir sind Project Nova. Wir sind die Bühne für die nächste Generation. Wir sind die Bühne für Männer wie Sorani. Ja, und manchmal auch die Bühne für Männer wie Maggot. Ich kann es kaum erwarten. Maggot bei Project Nova Wrestling 10. Scheiße, Alter! Ob sich da Sorani an seinen großen Worten nicht verschlucken wird, wir werden es gleich sehen. Ja, der hat uns auch auf Kurdisch beleidigt gehabt. Also ich habe verstanden, was er gesagt hat, nur mal so ganz nebenbei. Möchten wir wissen, was er gesagt hat? Nein. Gut. So. Aber Sorani hat keine Angst vor seinem Gegner. Winkt ihn noch zu sich heran. Ich glaube, das funktioniert bei Popeye besser. Wie gesagt, unterschätze Maggot nicht. Ich war mit ihm im Ring, mit ihm ist nicht zu spaßen. Aber man sollte Sorani auch nicht unterschätzen. Definitiv nicht. Wir haben diesen Mann ja schon ein paar Mal gesehen. Die kurdische Wut steht hier im Ring auf einem Pfad der Zerstörung. Und der sollte gehen durch 069. Genau, genau. Mike D war der stärkste Mann, gegen den ich gekämpft habe. Der zweitstärkste, muss ich an dieser Stelle so erwähnen, war tatsächlich Sorani. Er hat mich in meinem letzten Nova-Kampf hochgehoben, als wäre ich ein kleines Baby. Und ich meine, was am Ende dabei rausgekommen ist, ja, das haben die lieben Zuschauer auch gesehen. Ja, dein Blick auf zur Hallendecke, ne? Ja.
Das war eine klatschende Ohrfeige. Auf jeden Fall. Aber die scheinen so gar nicht verpufft zu sein. Genau das ist das, was ich meinte. Maggot, mit ihm ist nicht zu spaßen. Er hat immer einen Ass im Ärmel. Reit hier gegen eine Wand aus Fleisch und Muskeln. Und vielleicht ein bisschen Beton. Ja. Harter Vorarm hier ins Gesicht. Schickt den Son of Nothing quer durch den Ring. Und da liegt er. Wie gegen eine Wand. Ab ins Seil. Abgeduckt. Ausgewichen. Zwischendurch. Aufs Genick. Das ist das, was ich meinte. Man sollte ihn nicht unterschätzen. Dieser Mann ist einfach hinterlistig. Ja, die Größen und Kraftvorteile mögen jetzt zwar bei Sorani liegen, aber die Erfahrung und die Geschwindigkeit sind ganz klar auf Seiten Maggots. Das kannst du laut sagen. Werden hier ab, jetzt heran. Oh, mit einer Press zu Boden. Respekt. Ab ins Seil. Oh. Aua! Maggot. Ja, ja, so kennt man diesen Mann. Da hat es den Kiefer einfach 5 cm weiter nach rechts geschoben. Da gibt er ihm noch ein Küsschen. Vielleicht hat er auch nur den Punkt markiert für 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, nee, ach so, die rufen ja die ganze Zeit 2. Ah. Und ja, also. Ich weiß nicht, wie oft 2 das jetzt war. Vielleicht war es bis 10. Ich komme da auch nicht mehr mit. Ja. 2. Ja. Beißt ihn hier in den Kopf. Immerhin hat er keine Haare im Mund. Ja. Also ja, immerhin. Und wieder aufgeblasen. Ansatz zum Suplex, ein bisschen mehr Kraft, aber zu Rani. Und zack. Ja, wir haben ja beim letzten Mal gesehen, wie er dich ausgehoben hat und Ewigkeiten in der Luft hatte. Sorani ist ein sehr, sehr starker Mann. Das ist das, was ich meinte. Das sollte man auf jeden Fall nicht vernachlässigen, wenn man gegen ihn kämpft. Ne? Das ist ein Bulle von einem zack. Mann. Und da gewinnt er auch wieder die Oberhand. Hebt ihn hier auf. Hebt ihn auch wie ein Baby. Vollgas in die Ecke. Als wäre Maggot einfach nur ein Spielzeug. Wie eine Ragdoll wirft er ihn durch den Ring. Nimmt jetzt ganz genau mal wieder Stier. Der ist Veteran und rums in die Hüfte. Und noch einmal auf die Fresse. Sorani tritt hier richtig aufs Gaspedal. Das sind wir gar nicht von ihm gewohnt. Cover 1, 2. Nein. Das reicht noch nicht, um einen Mann wie Maggot am Boden zu halten. Aber immer weiter bearbeitet er ihn, Schlag um Schlag, hält ihn am Boden mit dem Schraubstock, das Genick nach hinten gerissen, die Blutzufuhr zum Gehirn wird unterbrochen. Ja, das scheint aber Maggot nicht hochzukämpfen. Ah, und ein Strike hinterher. Ab ins Seil, ab zum Boden und wieder gegen die Wand. Ob es das jetzt war? 1, 2 und nein. Das reicht noch nicht. Aber Maggot sieht hier so langsam kein Land mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass Sorani ihn derart kontrollieren kann. Da bin ich auch beeindruckt, sage ich dir ganz ehrlich. Hast du Lust, nochmal gegen Sorani anzutreten so schnell? Naja, also ich verdrücke mich nicht vor einer Challenge, sagen wir mal so. Ne? Also Sorani, jederzeit, egal wo, sag mir einfach Bescheid. Und diesmal bin ich derjenige, der ihn bis 3 pinnen wird. Wenn man es so ganz freundlich mal ausdrückt. Ne? Maggot lässt sich das hier nicht gefallen, will hier nicht bei seinem ersten Auftritt bei Project Nova zum Spielball werden. Genau das ist das auch. Genau das ist auch das, was ich meinte. Manchmal ist Maggot nicht ganz freundlich. Jetzt schickt er hier quer durch. Nein, Reversal. Ja. Und? Wird hier noch nicht. Oh! Snap Suplex! Ach, was? Wo kam der denn her?
Da hat Maggot auf jeden Fall doch ein Ass im Ärmel gehabt. Jetzt liegen hier beide auf dem Boden, pumpen wie die Maikäfer, versuchen langsam wieder in den Stand hochzukommen. Ja, Maggot scheint einfach zu beobachten, richtet sich an Sodani. Beide blicken einander in die Augen. Ich kann noch, Bruder, gib mir noch eine mehr mit. Zack. Hin. Und her. Bam. Und da hängt Maggot im Seil. Will sich die Crowd holen. Und es funktioniert. Es funktioniert einwandfrei. Die Crowd ist hinter Maggot. Die Vorarms im Gesicht von Sorani. Genau. Und Maggot nutzt seine Gewandtheit, tauscht immer wieder an und duckt sich unter den Pranken von Sorani weg. Sehr schöne Reflexe von Maggot. Und gewinnt auch am Ende die Oberhand. Durchgerollt. Und da charge er ihn Vorarm. Und einen schönen Enzigiri. Hat er ihn auf die Knie geholt. Nimmt hier ganz genau Maß. Anlauf, abgeduckt. Und Spear. Und ist es das Ende? Eins, zwei. Oh. Das hätte sein können, Abdul. Das hätte sein können. Fast, fast. Aber wir sprechen hier von Maggot. Nicht von irgendjemandem. Maggot bei Project Nova Wrestling 10. Ich kann es immer noch nicht glauben, meine Damen und Herren. Ansatz zum Cutter. Nein, abgestoßen. Jetzt wieder ran. Elbow. Und da geht er aufs Top Rope. Crossbody. Oh, und da ist die Stärke von Sorani. Abgefangen. Shell Shock. Cover. Eins, zwei. Oh. Nein. Maggot ist immer noch da. Ich bin nicht mehr aufgestanden nach dem Move. Ich habe diesen Move abbekommen, ich weiß, wie der scheppert. Ich möchte, glaube ich, gar nicht wissen, wie der scheppert. Ich finde es hier oben ganz angenehm. Ja, glaube ich dir, Sepp. Glaube ich dir. Und da holt er ihn wieder auf die Beine. Harte Klaps in den Rücken. Ansatz zum Butterfly Suplex. Oder was wird das hier? Rausgedreht. Und Cutter. Jetzt aber Maggot. Das muss es doch gewesen sein. Eins, zwei, drei. Was wir wollen. Aber Respekt an Sorani, dass er sich diesem Gegner hier gestellt hat. Das folgende Match ist ein Trio-Match und es ist angesetzt auf einen Fall! Mit einem Gesamtgewicht von 230 Kilogramm. Der Technical Wrestler Milan Maukai und Vilani aus Ungarn. Ja, da hörst du's. Trios Action aus Ungarn. Im Tiger Outfit haben wir Maukai. In Blau haben wir Mailan und in Rot haben wir Villani. Internationale angehende Talente, diese werden auch bei Project Nova Wrestling 10 gefördert. Wir gucken nicht nur auf die Talente in Deutschland, sondern in ganz Europa. Heute seht ihr die Stars von morgen.
Alles drei Schüler der Passion Pro Schule aus Ungarn. Männer, die den Spuren von Ikaros und Dover nach Deutschland gefolgt sind. Ach nö! Wieder reingelassen. Der Captain Eddie Shaw. Hinterhältig, arrogant in Person. Einer der ekligsten Menschen, die ich backstage getroffen habe. Ja, da haben wir es. Team Passion Pro gegen Team Frankfurt Polen. Genau. Polen, Jacob Crane, the perfect man. Das erste Mal bei Project Nova Wrestling. Dazu noch Alex Duke, der Märchenprinz, den ich übrigens schon mal besiegt habe, zusammen mit Eitas an dieser Stelle. Ja, ob der Kerl noch so märchenhaft ist, ist eine andere Frage, aber ja. Ich meine, wir haben ihn ja gesehen, Alex Duke, damals bei Collision, kein Match gewinnen können, aber er ist im Kopf der Menschen geblieben. Das war sein Ziel. Alex Duke is to be remembered. Er ist auch gut unterwegs in Deutschland, bei der WXW aktiv, bei Fightback aktiv. Der Mann kommt immer mehr und mehr rum. Das muss man ihn allerdings lassen. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Match, was wir hier sehen. Solche Matches seht ihr nur hier bei Project Nova Wrestling. So, die Ungarn scheinen jetzt hier mit Steinchen und Papier ausmachen zu wollen, wer beginnt. Und im Team Ungarn scheint das Maokai zu sein und er stellt sich dem Captain himself, Eddie Shaw. Maokai, ein sehr, sehr junger Bursche aus Ungarn, will sich jetzt auch einen Namen in Deutschland machen. Ah, und da kann er direkt gegen den Captain Eddie Shaw ran. Und man kann angenehmere Gegner zum Anfang haben als den Schmierlappen da, aber ja, gut. Na, scheint Maokai das Beste daraus zu machen. Danzt sich einer, grooved hier. Aber der Captain will erstmal Ruhe haben. Also Maokai, wenn ich du wäre, würde ich das sein lassen. Das habe ich schon mehrmals bei Eddie Shaw gesehen. Aber ich glaube, Maokai kennt Eddie Shaw gar nicht. Ich möchte auch nicht wissen, wo diese Hand vorher gewesen ist. Aber er macht das nicht. Ah, schlauer Typ. Stößt den Captain hier von sich weg und das wird dem gar nicht schmecken. Der wilde Maokai lässt sich hier gar nichts gefallen. Blockt hier die Schelle ab. Oh. Oh. Ah. Und zu Boden. Ja, typisch Eddie Shaw. Der Captain holt sich hier den Respekt, der ihm eben noch verwehrt blieb. Ab ins Seil. Andre! Schnell durchgezogen und noch einer! Abgeduckt! Schöne Hetze sah an dieser Stelle. Wieder abgeblockt. Harter Job vor die Brust. Hakt sich ein. Schiebt unseren Offiziellen beiseite. Ab nach oben. Roadwalk. Nach unten, nach oben. Shit. Maokai, mach dir einen Namen an dieser Stelle. Schnappt sich wieder den Captain, zieht ihn in die eigene Ecke. Und da geht es weiter. Mailan im Ring. Der Arm muss anscheinend ab. Und Jacob Crane in den Ring. Jacob Crane, the perfect man. Der perfect man will das perfekte Debüt heute bei Nova haben.
und natürlich einen Sieg einfahren, bevor es für ihn nach Japan geht. Ja, Jacob Crane, damals sah er ganz, ganz anders aus, als ich mit ihm bei der WXW Academy war. Da haben ich und Aitash gegen ihn und Justin Joy gekämpft gehabt. Und da war er noch sehr, sehr jung. So jung wie Maokai und sehr viel dünner. Der hat ordentlich zugelegt, muss man an dieser Stelle erwähnen. Also Respekt an seine Entwicklung an dieser Stelle. Er hat ordentlich abgebieft, ja. Aber Maila will sich hier gar nichts gefallen lassen. Will auch hier den perfekten ersten Eindruck bei Nova hinterlassen. Denn Project Nova ist ja auch so ein bisschen die Tür nach Wrestling Deutschland. Man kann überlegen, Männer, die hier schon hier im Ring gestehen haben, wo sind die heute? Wo ist ein Nick Schreier? Mhm. Wo ist ein Pahlavan Nima? Mhm. Wo sind diese Menschen hingekommen? Mhm. Und diese sechs sind die Nächsten, die den großen Schritt nach Deutschland machen möchten. Wrestling Deutschland, haltet dein Auge auf diese sechs Männer. Und er will hier die Kraftprobe, ob das so eine gute Idee für Mailand ist, sich hierauf einzulassen. Eingehakt, Greco-Roman Knuckle Lock. Und rausgedreht direkt. Da hat er ihn in einem schönen Wristlock. Mit solchen Spielchen fangen wir hier gar nicht erst an. Der Arm muss ab, da hört ihr es. Hält den Arm hier weiterhin fest, das Handgelenk verdreht. Und Abdul, wenn du so deine Hand so verdrehst, hast keine Hand mehr frei für Griffe. Das stimmt, das stimmt. Tut doch auf jeden Fall weh, ist ein Submission gegen das Handgelenk. Wristlock. Gibt es in verschiedenen Variationen. Und ja, da möchte man so schnell es geht direkt raus aus dem Wristlock. Ja, von der Matte los sollte Mailand hier ganz, ganz schnell. Weil ich habe das Gefühl, so ein Jacob Crane möchte gerne auf ihm landen. Victor's. Oh! Und in die Armbar! In die Armbar! Sehr schön! Aber der Fuß ist auf dem Seil und das heißt lösen! Ah, Rope Break. Ah, das sah nicht ganz perfekt aus für Jacob Crane, aber... Ja, für unseren offiziellen Hagen ist es auch gar nicht mal so einfach, hier den Überblick zu bewahren. Deswegen großen Respekt an unsere Referees. Und noch ein Armdrag. Zweiter Armdrag hinterher. Und er hält ihn am Boden. Überstreckt das Gelenk, wie es schon Axel Dieter Senior damals gesagt hat. Jung, arbeite gegen die Gelenke. Weiter geht in die Ecke und der dritte Mann im Ring. Villani steigt aufs oberste Seil, auf den verdrehten Arm und au. Macht direkt dort weiter, wieder gegen das Handgelenk und ab ins Seil, da muss doch gelöst werden. Eins. Ah, da lässt sich Jacob Crane sehr viel Zeit. Oh, und ein Chop hinterher. Gebt ihm hier noch einen mit. Oh, noch weiter, weiter. Abgeduckt. Und oh, schön, Edzeser. Die schon bei Passion Pro definitiv auf der Landkarte zu stehen. Und wieder den Arm am Kontrollieren. Ja, da kommen die Ungarn auf jeden Fall sehr gut bei den Berliner Fans an. Und wieder in die Ecke. Maokai zurück im Ring. Wieder gegen den Arm von Jacob Crane. Gemeinsam greifen sie ihn ab ins Seil. Doppelter Ellbogen. Nur bis eins. Nur bis eins. Und Villani zurück ins Seil geführt. Da kommt Alex Duke. Oh. Und räumt den dritten Mann weg. Double Dropkick. Ah, da geht Alex Duke direkt nach draußen. Dann will sich sichern. Was? Die werden doch jetzt nicht. Auf gar keinen Fall werden die das tun. Ja. Und? Ah. Das sieht Eddie Shaw genauso. Und das ist die Erfahrung. Das ist die Erfahrung von Eddie Shaw und von Jacob Crane mittlerweile. Die wresteln jetzt nicht mehr seit gestern, sondern sind gerade dabei, sich einen ordentlichen Namen aufzubauen. Und wie du es auch schon erwähnt hast, bald ist Jacob Crane auch in Japan.
Und da wird er sich noch einen größeren Namen aufbauen. Ab in die Ecke. Und nun Alex Duke ab in den Ring. Also ich möchte jetzt nicht in Villanis Haut stecken, definitiv nicht. Weil da ist eine Menge Frustration in diesem Schlag. Holt sich hier hoch, ausgehoben. Und mit Leichtigkeit legt er ihn auf die Matte. Schöner Body Slam von Alex Duke. Aber nur bis zwei. Wieder geht es nach oben. Villani in die Ecke. Und wer darf ran? Der Captain da. Der Captain Eddie Shaw darf jetzt ran. Harter Schlag in die Magengrube. Ansatz zum Suplex und auf die Matte geschickt. Eddie Shaw schnappt sich den Knöchel seines Gegners und verhindert so den Wechsel. Ringübersicht. Und jetzt macht er seine Kettensäge an. Der Arm muss ab. Der Arm muss ab an dieser Stelle. Über die Bizeps hin und das Knie oben drauf. Durch die Sehnen, durch die Knochen. Und erneut Eddie Shaw greift zu. Sagt, ich regel das schon, Jungs, ich mach das schon. Ab in die eigene Ecke. Und da ist er wieder, der Perfect Man, zurück im Ring. Und macht dort weiter, wo sein Mann aufgehört hat. Ah, oh, da schickt er auch noch Maokai weg. Ja, vernünftig in so einem Six-Man-Tag-Team-Match. Einfach die Partner vom Apron befördern, dann können die auch nicht wechseln. Logisch. Villani befreit sich hier. Zwischen den Beinen durch. Und Mailan. Räumt den Captain ab. Wir haben es eben noch gesagt. Elbow. Zweiter. Abgeduckt. Oh, schöner Suplex. Die Nova-Fans sind dabei. Mailan wird zu. Was wollen wir uns hier geben? Anscheinend nichts. Dirk Crane ist da. Holen sich Alex Duke. Da wird der Referee abgelenkt. Zieht ihn ins und mit der Kehle voran gegen das oberste. Direkt in den Hinterkopf. Ja, das gibt vielleicht eine kleine Gehirnerschütterung. Auf Springpolster. Aua. Und wieder Alex Duke zurück in den Ring. Ja, die Erfahrung hier ist auf jeden Fall im Team Frankfurt zu Hause hier in diesem Match. Mhm. Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben schon öfter miteinander gearbeitet, vor allem bei Fightback. Diese drei Männer kennen sich. Da siehst du es ja. Während Alex Duke den offiziellen ablenkt, machen die beiden, was sie wollen. Ja. Das sind die Manieren des Märchenprinzen. Klappt ihn hier zurück in die Ringmitte. Da ist der Captain. Schickt Alex Duke auf den Elbow. Nein. Ein schöner Elbow von Eddie Shaw. Assisted Elbow, jawohl. Nur ist zwei. Und da fängt Eddie Shaw die Diskussionen an. Statt zu diskutieren, lieber Captain, solltest du vielleicht noch ein Cover ansetzen. Holt ihn wieder auf die Beine. Unten durch. Aber wieder ist der Captain am Bein. Weggestoßen. Und Tag von Jacob Crane. Hat den Knöchel. Aber erneut befreit er sich. Jetzt aber. Jetzt kommt der Dritte. Der Märchenprinz. Aber kommt er da jetzt auch wieder raus? Und auch nur... Nein. Nicht mit dem Märchenprinzen. Nicht mit den Märchenprinzen. Aller guten Dinge sind hier definitiv nicht drei. Holt seinen Gegner hier wieder auf die Beine und wieder in die eigene Ecke. Den Ring in zwei Hälften teilen. Und da ist der Jacob Crane zurück im Ring und direkt vor die Brust. Und erneut einfach
Apron. Dann geht er immer wieder zu der gegnerischen Ecke und kickt einfach die Gegner weg. Ist ja schlau. Es lenkt ja auch jeweils den anderen Partner, der sich erstmal um seinen Kumpel kümmert. Weiter mit dem Einroller hier. Eins, zwei. Das wär's fast gewesen. Abgeduckt. Jetzt doch mal. Enzo Igiri. Baumfeld. Und da liegt der Perfect Man, Jacob Crane. Und das war jetzt die perfekte Gelegenheit zum Wechsel. Komm schon, Mailand, es sind nur noch wenige Zentimeter. Geht Mailand es schaffen, Maokai ist bereit. Und Maokai kommt rein. Ebenso wie der Captain. Abgeräumt. 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 Er legt hier los wie die Dschungelfeuerwehr. Und das scheint den Berliner Fans zu gefallen. Elbow. Und übers oberste Ringseil. Konnte Maokai sich noch festhalten. Enzo Igiri an den Captain. Elbow an Crane. Wieder geht es nach... Die beiden stolpern ineinander. Was hat er jetzt vor? Er nimmt ganz genau Maß. Abgerollt. Meiner kommt. Meiner und Maokai reiben aus dem Ring in die Fans. Schöne Zusammenarbeit von den Ungarn. Maokai. Und er fliegt. Abgeräumt. Wie die Kegel. Körper liegen überall. Und dann nimmt der Eddie Shaw wieder rein. Denn nur dort im Ring kann das Match ja beendet werden. Er nimmt ganz genau Maß. Footstop! Oh, ein Double Footstop vom Top Rope. Ist es das Ende? Nein! Nein! Duke und Crane retten den Captain. Milani Mailand kommen! Ab nach draußen mit den beiden Ungarn. Jetzt hat Team Frankfurt-Polen genug. Sie ziehen den Captain in die Ecke. Taggen sich selbst ein. Jacob Crane ist jetzt der legale Mann. Duke ist der legale Mann. Gute Idee. Jetzt haben sie ja gemeinsame Zeit, um gemeinsam hier zu agieren. Daran merkt man, dass sie sich einfach kennen. Aus Frankfurt, aus Polen. Sie haben schon öfter miteinander zusammengearbeitet. Die wissen, was sie machen. Ja, mit der Gier haben sie sich auch noch abgestimmt. Aber auch die Ungarn retten ihren Mann. Oh. Da wollen die Ungarn jetzt gegen ankämpfen und sie schaffen es! Triple Suplex! Die Jungs sind hungrig. Sie wollen. Sie wollen einfach. Und jetzt will Maokai auch den Sack zumachen. Ja, Duke ist hier auch der legale Mann. Weggeschmissen! Marker, du solltest dich auf den legalen Gegner konzentrieren. Der Captain. Shiranui. Oh. Ach komm, Mailand. Oh, Suplex auf den Hinterkopf. Jacob Crane nimmt Maß. Big Boot. Und Piledriver auf den Kopf. Milani sofort am Mann. Kamehameha. Und DDT. Austritt Nimcott Knee. Missile Dropkick. Ich komme hier langsam gar nicht mehr hinterher, Abdul. Ein großes Chaos, ein großes Hin und Her. Doch wer holt den Pin am Ende? Die Matte. Eins, zwei, drei. Das war's. Sieger, die
Matches. The Perfect Man, Jacob Crane, Alex Duke und der Kapitän, Eddie Shaw. Und da hat die Erfahrung einen jungen Wilden gesiegt. Das folgende Match ist ein Singles-Match und es ist angesetzt auf einen Fall! Auf dem Weg zum Ring! Aus Budapest in Ungarn mit einem Kampfgewicht von 79 Kilogramm ist Soltan! Ja, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Der nächste Ungarn, der junge Soltan. Der junge Soltan, er sieht verdammt gut aus. Jung, brutal und gut aussehend. Kanonen. Das wird eine Challenge für den jungen Soltan gegen einen etablierten Wrestler aus Wrestling Deutschland, Lawrence Roman, zu kämpfen. Überall unterwegs gewesen in Deutschland. WXW, GWF. Ich erinnere mich noch damals, als ich als Fan 2013 meinen allerersten Live-Wrestling-Match gesehen habe. Das war Lawrence Roman gegen Ilja Dragunov gegen Jax. Und da sehen wir es. Auch Soltan will sich hier beweisen, will auf den Fußspuren wandern. Ja, von Ikarus, von Dover, von Peter Tihani. Der nächste große Star aus Ungarn will er werden, der sich hier in Deutschland festbeißt. Und ja, er hat sich nicht gerade die einfachste erste große Challenge in Deutschland gesucht. Das kannst du laut sagen, mit Lauri hat er auf jeden Fall einen Brocken vor sich. Man muss aber auch schon erwähnen, dass Lauri auch schon in der Position war, wo jetzt der Soltan ist. Ja, ich meine, er wird sehr, sehr viel Druck heute aufbauen, der gute Lauri. Ja? Auf jeden Fall. Aber wir sagen es immer so schön, Druck formt Diamanten. Auf jeden Fall. Ordentlich gehen sie hier zur Hand. Das ist auch eine Handschlag, den würde ich annehmen. Genau deswegen mag ich den Lauri. Schöner Armdrag. Hält ihn hier am Boden, versucht direkt eine Schwachstelle bei seinem Gegner zu öffnen. Ab durch den Ring, Lauri mit Gas. Harter Tritt ins Gesicht. Durchgerollt. Das scheint den Fans zu gefallen. Aber Soltan macht das hier genau richtig, hält seinen Gegner am Boden, damit der gar keine Möglichkeit hat, erst Momentum aufzubauen. Schöner Haltegriff, weiter. Aber da kommt die Erfahrung eines Lawrence Roman. Abgeräumt. Ja, die Größen- und Kraftvorteile sollten hier beim Pitbull liegen. Dieses Mal nicht. Ja, da muss sich der Soltan schon was Besseres einfallen lassen. Ja. Meinst du sowas? Genau sowas. Ausgewichen.
ausgehoben, schön gemacht. Da gewinnt er die Überhand. Als hätte er mich gerade eben gehört gehabt. Schöner Elbow. Holt sich Laurenz wieder in den Ring. Dem Suplex ausgewichen, wieder aufs oberste Seil. Durchgerollt. Abgetaucht. Schöner Dropkick. Und Lauri rollt sich hier aus dem Ring. Und da liegt er hier vor uns auf dem Boden. Wieder zurück in den Ring, denn nur dort kann das Match beendet werden. Lass dir nicht zu viel Zeit. Ja, wir haben hier einen etablierten Star gegen einen Aufsteiger. Ah, und da ist wieder die Erfahrung. Und da ist die Kraft. Und da die Dynamik. Genau. Kickout. Sultan ist immer noch im Geschehen mit dabei. So einfach lässt er sich nicht unterkriegen. Es geht bis drei, ja, das ist richtig. Da fragt der Lauri nochmal das Publikum nach den Regeln. Das sollte er eigentlich besser wissen. Und einen harten Schlag in den Nacken. Ein sportlich fair gefühltes Match hier auf jeden Fall. Das erste bis jetzt. Quer durch den Ring. Ja, der Ringstall, die Ringecke, die ist unerbittlich. Vertrau mir, Sepp, du willst da nicht reingeworfen werden. Ich kann verzichten, danke. Und da hat er ihn mit der Krawatte schön zugezogen. Drückt ihm die Halsschlagader ab. War auch im MMA tätig, Brazilian Jiu-Jitsu, darüber habe ich auch ein bisschen mit ihm gesprochen. Selbst wenn es um das Submission Wrestling geht, da weiß Lauri auf jeden Fall Bescheid. Ja, da hat er auch immer noch die Oberhand. Da merken wir wieder die Erfahrung von Lauri. Aber er verbeißt sich, er will sich hier nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Die Frage ist aber, wie lange kann Sultan da noch gegenhalten? Da reichen leider nicht ein, zwei Schläge, Sultan. Da muss er sich was Besseres einfallen lassen. Aber man muss eines lassen, dieser junge Mann hat Nehmerqualitäten. 100%. Er ist immer noch im Geschehen dabei, beißt sich durch, kämpft sich durch, will sich einen Namen in Deutschland machen. Ja. Du möchtest ja nicht, dein erster Eindruck von dir soll ja nicht sein, dass du die Hallendecke anguckst. Und? Ah, das Bein reingestellt, der Suplex geht nicht durch. Jetzt aber, oh, Stunner. Da rüttelt es den Kopf einmal komplett durch. Das hat der Lauri auch nicht erwartet. Das ist jetzt der Moment für Sultan. Jetzt muss er sich zusammenreißen und dranbleiben, Junge. Ja! Und ein zweiter hinterher. Er hat das Feuer. Duck. Und Springboard. Clothesline. Perfekt getroffen. Und jetzt das Cover. Aber Lauri beweist die Übersicht und rollt sich aus dem Ring. Sultan holt sich hier die Crowd. Das kann entweder klappen oder schief gehen. Und es klappt! Suicida! Und wieder die beiden hier vor uns auf dem Boden. Zurück in den Ring. Und jetzt, Sultan, lass ihm doch nicht wieder so viel Zeit. Das hat vorhin schon nicht funktioniert. Enzo Egiri. Und mit Mars fliegt er ran. Schöner Crossbody. Nein. Weiter das Gaspedal durchdrücken. Keinen Moment zum Verschnaufen lassen. Das scheint der einzige Weg zu sein, um Lauri am Boden zu halten. Ja, Lauri ist aber immer noch da.
und gibt ihn ein Back Elbow. Er hat ihn. Biegt ihn noch übers eigene Bein. Und Roller. Eins, zwei, Kickout. Da beleidigt er ihn einfach. Ripcord. Und er hat ihn. Er hätte ihn nicht beleidigen sollen, Sepp. Keine gute Idee. Mm-mm. Eins, zwei. Oh, das reicht immer noch nicht. Er ist immer noch da. Soltan, Soltan, Soltan. Mach dir einen Namen, mein Junge. Lauri lässt seinem Gegner zu viel Zeit. Aber wieder stellt er das Bein rein, will sich nicht von der Matte heben lassen. Ein starker von Lauri und es reicht. Auf. Rein. Oh. Oh. Und. Und jetzt Cover, los! Oh, er will noch eins drauflegen. Geht aufs Top Rope. Will er vielleicht zu viel? Frog Splash! Ins Leere! Der Teich ist leer! Enzo Igiri erwankt! Auf die Matte! Das muss es gewesen sein! Eins, zwei, drei! Und Lauri ist der Sieger. Aus Dresden, Lawrence Roman! Das mag zwar das erste Match von Soltan auf deutschem Boden gewesen sein, Abdul, aber wenn es nach mir geht, dann definitiv nicht das letzte. Auf gar keinen Fall. Ein Supertalent aus Ungarn. Der Junge hat eine große Zukunft vor sich. Die Respektbekundung. Das sieht man noch gerne. Der Junge ist 16 Jahre alt. 16 Jahre alt ist der Junge. Der Typ ist erst 16. 16 Jahre. Wie kann dieser Kerl schon so gut sein? Soltan. Du meintest ja, ich kann dich jederzeit anrufen. Ich habe nämlich noch ein paar Rückfragen. Ja, ich weiß den Plan und danke, dass du mir dabei geholfen hast, aber ich brauche halt auch einen Plan B. Lina? Nicht jetzt. Also was mache ich, wenn das nicht klappt? Okay. Oh, okay, ja, das ist mega. Das mache ich so. Lina, wir waren verabredet. Warte mal kurz. Siehst du nicht, dass ich gerade telefoniere? Ja, aber ich brauche. Das ist ein wichtiges Gespräch! Okay. Lässt du mich bitte in Ruhe? Danke! Okay. Sorry. Ja, immer diese Leute. Ja. Okay. Ja, mach ich so. Ich sag dir ganz ehrlich. Ja. Oh. Okay. Ja. Vielen Dank. Das wird super, danke. Lina, jetzt hast du ja Zeit. Nein. Ich muss mich jetzt vorbereiten, ich muss mich konzentrieren. Warum könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Das folgende Match ist ein No-Disqualification-Match! Und es ist angesetzt auf einen Fall! Ich rufe heraus,
das Monster aus Hamburg, Heisenberg! Ja, wo ist der jetzt? Ich meine, Ronaldo Shaqiri hat diesen Mann ja für heute herausgefordert, aber wo ist Heisenberg? Ich meine, als 2 Meter großen Affenarsch hätte ich mich auch nicht bezeichnen lassen wollen. Ah, und da kommt der Mann der Stunde. Der Big Dog hier für seinen letzten großen Tanz. Auf dem Weg zum Ring! Es ist sein letztes Match bei Project Nova aus 03-0 Berlin! Ronaldo Shaqiri! Ja, da ist er! Da ist der große Affenmarsch. Zitat Ronaldo. Das hast du jetzt gesagt. Nein, Ronaldo war das. Wir erinnern uns, die beiden haben es ja schon mal miteinander zu tun gehabt hier bei Project Nova. Da ging es rauf und runter. Da ist sogar Ronaldo Shaqiri vom Kommentatorenpult hier unten runtergesprungen auf den Heisenberg. Ich hoffe einfach, das passiert heute nicht nochmal. Ich hab sie gemütlich. Es soll doch so bleiben. Und da geht's in die Ecke. Guck dir dieses manische Grinsen an von diesen Typen. Aber da kommt Ronaldo Shaqiri zurück. Ab ins Seil. Big Boot. Das ist wie 2 LKWs, die aufeinander zurasen. Heisenberg stapft hier um den Ring. Völlig unbeeindruckt von dem, was Ronaldo ihm bisher entgegengebracht hat. Da geht jetzt auch Shaqiri raus. Geht auf Heisenberg zu. Harter Tritt in den Magen. Ja, wir erinnern uns, das letzte Match der beiden war ein Double Countout. Das wird hier heute nicht passieren. No DQ. Ronaldo hat es selbst so gewollt. Das heißt, alles ist erlaubt. Stühle, Tische. Einfach alles. Solange der Gegner nicht mehr wieder aufsteht. Aua, harter Headbutt vor den Schädel. Oh. Das ist gut für die Wirbelsäule. Auf zum Chiropraktiker. Und noch ein Chop hinterher. Heisenberg schleppt ihn hier durch die Gegend und zurück in den Ring. Denn ja, es ist ein No-DQ-Match, aber das Match kann nur im Ring beendet werden. Das letzte Mal, als ich gegen Heisenberg getroffen bin, war das bei Wheel of Wrestling, WXW. Damals noch mit Ezel, mit Aytaç Bahar und Metehan. Aber damals war das ein ganz anderer Heisenberg. Da war er noch unsicher. Da war er noch nicht so erfahren wie jetzt. Da war er noch dieses Biest von Mann, wie er es jetzt ist. Das ist ein ganz anderer Heisenberg als vor 4 Jahren. Und er holte die Ringschürze nach oben. Was hat er denn jetzt? Und da geht's los. Stuhl Nummer 1. Ah, und da ist der Klappstuhl. Ja, und Nummer 2. Ah, da sind noch die weiteren Klappstühle. Wer hat jetzt hier den Klappstuhl ausgegraben? Heisenberg holt sich hier das Sitzmöbel. Schnappt sich den Stuhl und setzt sich selbst drauf. Oh, die Kraft von Shaqiri. Jungs, lasst den Ring heil. Wenn er 140 Kilo auf die Matte krachen. Ronaldo. Ja, das wird ja nichts bei diesem Mann. Ausgehoben. Followaway Slam. Hast du Ronaldo schon mal so unfreiwillig fliegen sehen? Nein. Und da nimmt der Maß, will, dass er aufsteht. Und Heisenberg walzt heran ins Leere. Harten Tritt. Quer durch den Ring. Und mit der ganzen Masse in der Ecke begraben. Lariat. Und da hat er ihn einfach flach gewälzt. Aber nicht genug für Shaqiri.
Ronaldo hat ja auch schon alles erreicht bei Novak. Er hat Schlachten geschlagen und Schlachten geschlagen und Schlachten geschlagen. Und möchte jetzt hier diese letzte eine Kerbe, die er noch hat, dieses Unentschieden gegen Heisenberg ausmerzen. Aber ob ihm das gegen dieses Monstrum so gelingen wird, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ohne Shaqiri kein Project Nova Wrestling. Er war einer der ersten im Kader, einer der ersten, der Nova mit aufgebaut hat. Aber Heisenberg will das hier alles zerstören. Wenn es nach ihm geht, ist der letzte Eindruck, den Project Nova von Ronaldo Shaqiri haben soll, ein gebrochener Mann in der Mitte des Rings. Aber das lässt Shaqiri nicht so einfach auf sich sitzen. Er wird alles dagegen tun, damit er Heisenberg bricht. Mit vollem Schwung ging es hier gegen die Ringecke. Da sieht er Sternchen und das hält auch einen Mann wie Heisenberg zumindest kurzzeitig auf dem Boden. Aber Heisenberg befreit sich und hat sich jetzt hier Ronaldo und zerrt ihn auf die Stage. Was haben die Männer vor? Diese Stage ist ja noch mal ein ganzes Stück härter als der Ring, weil die federt nicht mit. Und Spear! Auf der Bühne! Sofort ist Roberto da, checkt beide Männer. Beide liegen hier, pumpen wie die Maikäfer. Und auch wenn dann Ronaldo wieder auf die Beine kommt, wie soll er einen geschlagenen Heisenberg in den Ring wuchten? Ja, Ronaldo ist heute der Erste, der wieder steht. Es ist ein No-DQ-Match, kein False Count Anywhere. Das heißt, der Pin muss immer noch im Ring geschehen. Und da hat er ihn, Heisenberg, jetzt zurück in den Ring. Ein Koloss von Mann. Und der drückt sofort wieder durchs Gaspedal durch. Das ist ein wahrer Hass, der diesem Mann aus jeder Pore entströmt. Und du hast ja vorhin gesagt, dass du nicht möchtest, dass Ronaldo hier runterspringt. Ich möchte auch nicht, dass Heisenberg hier hochkommt. Nein. Cannonball. Das will ich auch nicht, Sepp. Und wieder schnappt er sich den Stuhl. Als ob sein Körper nicht schon Waffe genug ist. Oh, 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 das kann nicht gut enden für Ronaldo. Da muss er sich auf jeden Fall was einfallen lassen, rauskommen aus dieser Situation. Nicht einfach liegen lassen, aber diese Schmerzen, die er hat, die will ich jetzt nicht haben. Also was Heisenberg hier plant, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es beinhaltet eine sehr unangenehme Landung. Holt sich hier Ronaldo nach oben, steigt hinter. Soll das jetzt hier ein Superplex auf den Stuhl werden oder was? Da muss Ronaldo ganz schnell rauskommen. Ganz schnell muss er aus dieser Situation rauskommen. Wenn nicht sogar auskontern. Er versucht sich hier zu befreien, versucht Heisenberg ins Wanken zu kriegen. Nein, Ronaldo! Nein. Oh. Du willst doch nicht! Sunset Flipper! Oh. Mit dem Hinterkopf auf den Stuhl! Da liegt der Heisenberg! Da liegt das Monstrum mit beiden Schultern auf dem Boden. Jetzt musst du pinnen, Ronaldo. Pinnen. Hol dir den Sieg. Was für eine Kraftdemonstration. Und eins, zwei. Ah. Ja, Ronaldo, nicht zu lange warten lassen. Wir haben gesehen, wie schnell sich so ein Heisenberg von der noch so krankesten Aktion wieder erholt. Jetzt rollt sich Ronaldo hier aus dem Ring. Versucht, etwas durchzustampfen, ist vielleicht gar nicht die beste Taktik. Jetzt holt Ronaldo die Ringschürze nach oben. Was macht er jetzt hier? Soll er sich neues Spielzeug besorgen. Aber hat anscheinend noch nichts zu tun. Läuft hier vor uns unten lang. Auch hier scheint er nicht gefunden zu haben, nach was er sucht. Ich glaube, er ist fündig geworden, Abdul. Ich habe da nicht die perfekte Sicht drauf, aber ein Tisch, eine Platte. Ja, ohne Stühle, ohne Tisch, keine Stühle oder so ähnlich. Jetzt soll es wohl durchs Holz gehen.
Es gibt ja diesen schönen Spruch, man soll auf Holz klopfen, aber vielleicht nicht mit Köpfen oder Körperteilen. Ich glaube, damit wird was ganz anderes gemeint. Ja. Wahrscheinlich möchte Ronaldo seinen patentierten Spear durch das Holz bringen. Bereitet es hier vor, schickt Heisenberg. Nein, der bremst ab. Harter Elbow. Oh, in die Weichteile. Nicht fair, aber erlaubt. Er hält die nach oben. Running Power. Slam. Holy shit. Ab durchs Holz. Ronaldo, kannst du überhaupt noch aufstehen? Beide Männer gebrochen auf dem Boden. Die haben wahrscheinlich große Ähnlichkeit mit dieser Tischplatte. Aber er ist doch da. Wie, Abdul, wie? Ronaldo Shaqiri ist ein Mann eines anderen Kalibers. So einfach lässt er sich nicht unterdrücken. Er hat Heisenberg herausgefordert und will mit erhobenen Hauptes rausgehen aus der Arena heute. Hol ihn wieder auf die Beine. Will sein Werk der Zerstörung weiter fortsetzen. Harten Vorarm ins Gesicht. Neunten Vorarm. Die schenken sich hier ja gar nichts. Ausgehoben. Wieder der Running Power Stand. Nein. Samoan Drop. Wo holt Ronaldo noch diese Kraft her? Das Adrenalin kickt. Spear. 1, 2. Nein. Was in 3,45 Teufelsnamen ist hier los? Mit Ronaldo Shaqiri Spiel ist nicht zu spaßen. Ich habe dich schon ein paar Mal abbekommen und ich bin danach nicht aufgestanden. Dass Heisenberg immer noch schafft, im Geschehen zu bleiben, das zeigt einfach, dass dieser Mann kein Mann ist, sondern einfach nur ein Monster. Ronaldo holt sich wieder die Stühle in den Ring, klettert nach draußen. Ja, der Dritte im Bunde wird auch wieder den Weg in den Ring finden. Ab nach drin damit. Und wieder unter den Ring. Ja, wenn wir schon 3 haben, können wir auch 4 nehmen. Er greift weiter nach unten. Jetzt krabbelt er hier halb unter den Ring. Ja, 5. Auf einem Bein, da steht man schlecht, nimmt man nachher 5 Stühle. Ah, yeah! Oh, das hat geklatscht. Da ist der Stuhl sogar zerbrochen. Da hat's den Stuhl zerlegt. Wow. Und wieder in die Kronjuwelen. Harter Treffer. Dann nutzt Heisenberg die Regeln komplett aus. Ja, das hat ihm eben definitiv nicht geschmeckt. Gibt's jetzt wieder den Cannonball? Nein! Vor dem Der fällt nicht mal um. Der ist immer noch da. Spear Nummer 3. 2, nein! Was muss denn Ronaldo noch tun? Heisenberg ist immer noch da! Was muss dieser Typ hier noch tun? Oh. Nach oben? Nee. Ansatz zur Powerbomb. Heisenberg befreit sich! Powerslap Ansatz, nein! Big Boot! Ronaldo schwankt, jetzt hat er ihn ausgehoben! Oh. Piledriver! Cover! 1, 2, 3! Sieger dieses Matches! Das Monster aus Hamburg, Heisenberg! Das Monster hat es geschafft. Ronaldo ist geschlagen.
Berlin, bitte gebt einen großen Applaus für den Mann, der für uns alles gegeben hat. Von Stunde Null war er Project Nova. Das war heute das letzte Match von Ronaldo Shaqiri bei Project Nova. Und vom ganzen Team vielen, vielen Dank. Danke, Ronaldo. Danke, Ronaldo. Und bis bald. Das folgende Match ist ein Singles-Match und es ist angesetzt auf einen Foul! Auf dem Weg zum Ring mit einem Kampfgewicht von 85 Kilogramm. Aus Budapest in Ungarn. Dann fängt Maverick. Ein Rückkehrer nach Berlin. Der dämonische, der gruselige Maverick. Yeah, yeah, yeah. Viele von euch werden ihn kennen von GBM. Who's next? Dass er zu diesem Monstrum wurde. Wir wissen bis heute nicht, was in diesen Mann gefahren ist, um zu diesem dämonischen Monster zu werden. Oh. Ich glaube, da haben sich zwei gesucht und irgendwo auch gefunden. Stoisch starrt hier Yoka in die Fans. Nimmt keine Präsenz von ihm. Auch Maverick. Ehemaliger HCW Champion.
hat einiges in Ungarn gerissen. Und möchte jetzt weiterhin in Deutschland durchstarten. Deswegen ist er heute da bei Project Nova Wrestling 10. Auch methodisch geht er hier zu Werke, versucht Yokai am Boden zu halten. Aber auch Yokai ist mit der ringerischen Finesse eines Dämonen ausgestattet. Kennt keinen Schmerz. Obwohl das ziemlich wehtun muss. Es geht auf jeden Fall gegen den Ellbogengelenk. Und du kannst dir auf jeden Fall vorstellen, was passiert, wenn man gegen den Ellbogengelenk einfach mal durchkracht mit der Schulter. Aber Yokai versucht hier seine Dominanz irgendwo festzuhalten. Schöner Hip-Toss. Hat ihn hier am Boden. Versucht ihn die Kraft aus dem Körper zu pressen, bevor irgendwelche Aktionen durchkommen. Herzcäsar und ausgeschafft. Beide starren einander an und kreisen sich wie die Gladiatoren im antiken Rom. Dass sie sowas in Berlin erleben, Sepp. Wer hätte das erwartet? Maverick befehlt der Gegner hier auf die Matte, setzt den Ankle Lock an. Aber Yokai drückt sich nach oben gegen das Kinn, versucht sich zu befreien, aber Maverick hält weiter fest wie ein Schraubstock. Abgestoßen. Beide starren sich wieder an. Gehen aufeinander los. Lock up. Halten. Versuchen die Kontrolle über den jeweils anderen zu erhalten. Aber keiner kann hier das Heft des Handelns so wirklich fest in den Händen behalten. Schöner Wristlock, wie wir schon einige Mal am heutigen Abend sehen konnten. Durchgerollt. Hammerlock. Bis jetzt ist es einfach nur ein Hin und Her. Und da haben wir den Reptil zu spüren. Normalerweise schafft es Maverick, seinen Gegner mit seiner ganzen Art irgendwie zu verwirren, abzulenken. Aber bei Yokai verpufft das. Sowas hat Maverick auch noch nicht erlebt. Dass jemand so unbeeindruckt von seinem Wahnsinn, von allem bleibt, was Maverick ausstrahlt. Abgetaucht. Wieder dieser Blickausfall. Da provoziert Maverick den Yokai. Das lässt er sich sicher nicht gefallen. Ab zu Boden. Neckbreaker. Springboard. Splash. Cover 1, 2, nein. Yokai noch im Geschehen. Wieder ist Maverick am, ja nicht am Mann, sondern am Dämon. Fixiert Yokai hier in der Ringecke. Und da merkt auch Yokai, er hat es nicht mit einem anderen Wrestler zu tun, sondern mit einem Reptil. Da muss er sich schon was ganz anderes einfallen lassen, wie im Vergleich zu seinen bisherigen Gegnern. Vor allem ein ehemaliger HCW-Champion. Aber auch der kann Yokai noch nicht bis drei am Boden halten. Yokai kommt langsam wieder auf die Beine, kann sich hier befreien. Oh, schöne Klatsche von Yokai. Harte Backpfeife. Was macht er denn jetzt da unten? Was hat er sich denn da gegriffen? Maverick. Der drückt dir die Maske aufs Gesicht. Und eine Zwei mit der harten Maske ins Gesicht. Roberto hat es nicht gesehen. Eins, zwei, nein. Ja, so leicht lässt sich das Reptil nicht runterkriegen. Kaltblütig wie eh und je. Maverick rollt sich hier aus dem Ring, versucht etwas durchzuschnaufen. Aber Yokai stellt ihm sofort wieder nach. Krachender Chop vor die Brust. Noch einen.
Yokai gibt den Fans nicht, was sie wollen. Yokai macht nur, was Yokai will. Ah, harter Facewash. Maverick hängt hier in den Seilen. Yokai mit Maß. Abgetaucht auf den Apron. Aber mit der Kehle voran aufs Seil. Da ist der jetzt im mittleren Seil. Und den Kick ins Gesicht. Der hat geknallt. Aber Yokai lässt sich hier viel zu viel Zeit. Cover. Eins, zwei. Und diese ein, zwei Sekunden reichen Maverick, um genug Kraft zu tanken, um die Schulter von der Matte zu kriegen. Denn es manchmal ist es nur eine Sekunde, Abdul, die über Sieg oder Niederlage entscheidet. Das stimmt. Da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Yokai geht in die Ecke mit Maß. Knee-Drop! An die Schläfe. Eins, zwei. Aber auch das reicht noch nicht. Der Reptil ist immer noch da. Rollt sich hier aus dem Ring. Aber Yokai sofort wieder da. Zieht an den Haaren. Wird hier auch sofort moniert. Die Schulter in den Magen. Übers Seil. Sunset Flip. Eingerollt. Eins, zwei. Kickout. Und da steht er direkt schon wieder. Und ein Ex-Handle hinterher. Auf die Matte geht es. Cover. Eins, zwei. Nein. Immer noch da. Yokai steht wieder vor seinem Gegner. Holt ihn wieder. Nein, holt ihn nicht wieder auf die Beine. Der befreit sich. Harte Schläge ins Gesicht. Vorarm um Vorarm. Schlägt am Kinn von Yokai nieder. Ausgehoben, aber greift ihm hier in die Augen. Und da ist dann dieser DDT. Und die Submission. Das muss es doch gewesen sein. Zeigt ihn, dreht, hält ihn in der Ritte des Rings fest. Maverick muss hier doch jetzt aufgeben. Aber er kämpft, er krallt, er will sich hier nicht geschlagen geben. Und da ist es, die Fans, die feuern Maverick an und versuchen ihm wieder die Kraft zu geben, hochzukommen. Und er schafft es, dreht sich frei, Cover. Eins, zwei. Kick out. Abgetaucht. Dropkick. Oh, schöner Dropkick vom Reptil. Wo holt Maverick diese Kraft denn noch her? Langsam kommt er wieder auf die Beine, zieht sich an den Seilen nach oben. Aber auch Yokai kommt langsam wieder auf die Beine. Maverick kommt herangesetzt. Elbow. Enzuigi. Backbreaker. Schöne Kombination von dem Reptil Maverick. Vom zweiten Seil vom und nach oben. Facebuster. Facebuster vom obersten Ringseil. Aber auch das hält Yokai nicht unten. Siehst du diese Fassungslosigkeit im Gesicht von Maverick? Das sind, wie gesagt, keine Menschen, die kämpfen. Deswegen braucht sich Maverick auch was ganz anderes einfallen zu lassen, um einen Dämon zu besiegen. Jetzt soll hier Feierabend sein. Lädt sich Yokai auf. Aber der greift ins Seil. Befreit sich. An die Kehle. Abgetaucht. Springboard. Ida in die Klaue. Abgeräumt. Eins, zwei. Und Maverick ist immer noch im Geschehen mit dabei. Fassungslosigkeit im Gesicht des Dämons zu erkennen. Er fragt sich auch jetzt, was muss ich noch tun, um den am Boden zu halten? Da kanalisiert er, sieht die Energie, holt sie sich. Will aufs oberste Seil, wie es ausschiebt. Auf den Apron geht es. Langsam, Schritt für Schritt nach oben. Aber da ist auch wieder Maverick. Hält Yokai davon ab, fixiert ihn auf dem Ringpolster. Aber Yokai befreit sich mit einem harten Schlag.
Enzo Egiri. Und da sagt Yokai ein, Maverick direkt dran. Sehen wir jetzt im gleichen Superplex. Er versucht es, aber Yokai hält dagegen. Headbutt! Maverick fällt! Yokai steigt nach oben. Seinen Plan weiter verfolgend. Nimmt ganz genau Maß. Oh! Codebreaker! Abgefangen mit einem Codebreaker. Doppeltes Knie direkt ins Gesicht. Beide draußen. Dieses Match kann auch durch einen Countout beendet werden. Yokai sofort wieder da. Daneben. Und er spuckt ihm ins Gesicht. Die Farbe trifft. Green Mist und Knie hinterher. Aufgeladen. Ist das das Ende? Was für eine Schlacht. Sieger dieses Matches, The Unfamed Maverick! Er hat es geschafft. Der Rückkehrer Maverick ist siegreich bei Project Nova. Was macht Yokai denn da? Schnappt sich hier diesen Kampfsportstock. Ist wieder da! Yokai wartet. Er will ihn doch nicht. Das passiert, wenn man sich mit einem Dämon anlegt. Das letzte Wort ist hier wohl noch nicht gesprochen. Der Sieg ging zwar an Maverick, doch der Mann, der steht, ist Yokai. Project Nova 10. Ich bin seit Tag 1, seit der ersten Show hier. Und jetzt bin ich wieder da. Amy Heartbeat ist zurück. Und ich freue mich riesig, denn in diesen 2 Jahren habe ich mich so viel weiterentwickelt. Ich war im Ausland, ich habe Titel gewonnen, ich habe ein neues Gear und mein Name hat sich weiterentwickelt. Und wer meine Gegnerin heute sein wird? Meine beste Freundin Lina. Ich freue mich so sehr, denn heute geht es darum, wer sich viel weiter entwickelt hat. Aber ihr wisst alle, am Ende siegt immer die Liebe. Das folgende Match ist ein Singles-Match und es ist angesetzt auf einen Fall! Mit der Kraft der Liebe, Amy Heartbeat! Wir haben es eben gehört. Amy Heartbeat ist zurück bei Project Nova. Und die Fans haben Herzen vor den Augen.
zwei Frauen geben, die sich bei Project Nova so gut kennen wie diese zwei. Beste Freundinnen, Abdul, zusammen bei Murat Akar mit dem Training begonnen und jetzt erneut als Gegnerinnen im Ring. Ich war dabei. Ich war bei Yawara dabei gewesen mit iTouch, als wir unsere ersten Schritte gemacht haben im Wrestling-Ring. Und da habe ich eine junge Amy Heartbeat kennengelernt und eine junge Lina, die gerade mit dem Training begonnen haben. Und jetzt haben sie sich weiterentwickelt und stehen hier im Ring für die Fans von Project Nova Wrestling. Und wir haben es ja vorhin gesehen, Lina hat eine ganz andere Seite gezeigt. Seitdem Melanie Gray sie durch ihre Fittiche genommen hat, ist das ein ganz anderes Gesicht, was wir hier sehen. Und ich habe mir das aufgeschrieben. Lina kam vor der Show zu mir und ich soll euch Folgendes ausrichten. Ihr ist vollkommen egal, wer da jetzt im Ring steht. Es kann ihre beste Freundin sein. Sie will mit Kalkül an dieses Match herangehen, hat ihre Gegnerin bis ins Detail studiert und ihr Sieg ist unabdinglich. Hört sich danach an, als wenn Lina jetzt den nächsten Schritt in ihrer Karriere machen möchte und sich jetzt einen Namen machen möchte. Aber ob dies die richtige Art und Weise ist, sich einen Namen zu machen in dieser Szene, da kann ich nur aus Erfahrung sprechen. Group Anarchie hat uns nicht gut getan. Wir haben es gesehen, iTouch wurde heruntergerückt. iTouch konnte sich nicht weiterentwickeln bei Group Anarchie. Und schau ihn dir jetzt an, seitdem er draußen ist, aus den Fittichen von Ali Aslan. Aber wenn es eine Frau gibt mit Erfahrung im deutschen Wrestling, dann ist es auch eine Melanie Gray. Das streite ich auf jeden Fall nicht ab. Aber die Methoden, über die wir sprechen, dass es ihr egal ist, dass eine Freundin vor ihr steht, dass sie nicht mit den rechten Regeln arbeiten möchte, beziehungsweise kämpfen möchte im Ring, das wird langfristig gesehen nichts werden für Lina. Aber Lina geht hier sehr viel verbissener ran als sonst. Harte Clothesline in der Ecke. Elbow. Schnappt sich Amy, schleppt sie sofort wieder in den Ring. Die geht ins Seil. Aber sofort wieder abgeschnitten. Aber auch Amy hält dagegen. Daran merkt man, dass sie sich beide einfach zu gut kennen. Ja, sind im Wrestling, wie wir gesagt haben, miteinander aufgewachsen. Ja, ich möchte fast sagen, die sind sowas wie Wrestling-Schwestern. Das stimmt. Sieht man auch hier. Sie haben beide denselben Ansatz versucht. Ineinander reingekracht. Aber irgendwas scheint hier mit Linas Arm nicht in Ordnung zu sein. Der Offizielle ist sofort da, hält Amy Heartbeat zurück im Rücken. Irgendwas scheint da nicht ganz gut gelaufen zu sein. Aber das war ein Trick! Von wem sie das wohl gelernt hat? Ich habe da so eine Vermutung. Neckbreaker! Und guck dir an, sie greift sich direkt an den Nacken. Lina scheint da eine Schwachstelle bei ihrer Gegnerin geöffnet zu haben. Und wie wir eine Melanie Gray kennen, die Schuhe, die sie hat, ich glaube, diese Schwachstelle wird eine Lina jetzt konsequent ausnutzen. Da bin ich mal gespannt, wie sich dieser Kampf noch entwickelt. Also wie wir jetzt sehen, Ellbogen in den Nacken. Ja, in den angeschlagenen Nacken. Was habe ich dir gerade eben gesagt? Aber das reicht noch nicht. Die Kraft der Liebe hält dagegen. Das Kämpferherz des Heartbeat Girls schlägt noch. Die befreit sich jetzt hier. Aber sofort Lina mit dem Knie wieder in den Magen. Durchgerollt. Aufs Kreuz. Und wieder harte Schläge ins Genick. Wie ein Pitbull hat sie sich jetzt da festgebissen. Das ist eine ganz, ganz andere Lina als die, die ich kenne. Es ist nicht schön, Abdul. Aber wir müssen sagen, es ist definitiv effektiv. Das muss man schon sagen. Lina in der Oberhand. Aber Amy hält dagegen, kann sich hier befreien. Mit der Kraft der Liebe. Ins Seil. Abgeduckt. Eieieiei. Head first. Und wieder greift sie sich sofort an den Nacken. Ja, das war auf jeden Fall nicht gesund für den Nacken. Und wieder. Und wieder. Als wäre ein dickes Fadenkreuz auf diesen Nacken gemalt. Der Referee sagt, lass das doch bleiben, jetzt pinnen sie doch endlich. Ja,
Wir müssen überlegen, Amy Hart wieder das alles erreicht, was Lina bis jetzt verwehrt geblieben ist. Reisen ins Ausland, Titelgewinne, all das will Lina auch. Und ihr ist vollkommen egal, über welche Leichen sie dabei gehen muss. Aber jetzt kommt die Kraft der Liebe zurück. Kick in den Bauch und Vorarms hintereinander. Und einen großen hinterher. Lina schwankt. Und eine Backpfeife, die sich gewaschen hat. Ob sich das Lina gefallen lässt? Auf den Rücken. Und ein zweites Mal. Savard Kick. Was will sie uns jetzt hier zeigen? Holt sich die Crowd ab ins Seil. Scissor Kick, nein! Beide schenken sich hier nichts. Ellbogen, Vorarm, noch ein Savard Kick. Noch ein Tritt gegen die Brust, noch ein Savard Kick. Hintereinander weg. Dieses Mal soll der Scissors Kick aber auch sitzen. Anlauf, abgeschnitten. Scissors Kick. Kommt jetzt der Pin hinterher. Cover. Nur Kick bis zwei. Lina immer noch im Geschehen. Lina lässt sich nicht nur einfach abschütteln. Sie will den nächsten Schritt in ihrer Karriere erreichen. Und da muss sie auf jeden Fall durch ihre Freundin durch, die schon alles erreicht hat. Die holt sich hier nochmal die Crowd, will jetzt nach oben klettern. Aber siehst du, sie greift sich immer wieder an den Nacken. Hatte vielleicht ein bisschen Schwindel. Es ist immer schwerer für sie, einfach nur nach oben zu kommen. Und da ist Lina. Und macht dort weiter, wo sie aufgehört hat. Face first in die Ecke. Der Schwindel wird dadurch unter Garantie nicht weniger. Dann macht sie noch auf unschuldig hier, Lina. Eingehakt. Kriegen wir jetzt hier den Oktopus? Nee, einfach nur harte Ellenbogen wieder ins Genick. Da hat sie den Arm. Da hat sie ihn im Aufgabegriff. Und ja, sie hat sie. Sie hat sie. Oh, und sie fallen. Auf den Rücken, aber sofort mit dem Cover. Aber ins Seil. Rope break. Ringübersicht par excellence. Lina nimmt ganz genau Maß. Lina sieht rot, aber nicht vor Liebe, sondern vor Wut. Wieder ein harter Vorarm. Aus Freundinnen werden erbitterte Rivalinnen. Und Stunner. Stunner. Lina schwankt, aber sie steht immer noch. Ab ins Seil, wieder Scissors Kick. Nein, Facebuster! Aber jetzt musst du sie doch pinnen, Amy. Aber nein, Amy will wieder nach oben. Amy will wieder auf die Ringecke. Es soll ihren patentierten Crossbody wahrscheinlich von dort oben geben. Kann sie jetzt den Sack zumachen? Aber wieder braucht sie sehr lange, um nach oben zu klettern. Ah, ich sehe schon, dass Lina das sieht. Sie ist auf dem obersten Feld, aber da ist Lina. Hält sie davon ab. Headbutt! Lina schwankt, aber sie hält sich oben. Hopp. Eye Rake! All wieder in den Nacken! Liebe ist Scheiße, das Liebe ist Scheiße, sagt sie. Vorhin hieß es immer wieder, der Arm muss ab, Abdul. Ich habe so das Gefühl, Linas Attitüde ist jetzt, der Kopf muss ab. Rope Hang DDT, das muss es doch gewesen sein. Cover, 1, 2, 3. Da muss ich schon sagen, Sepp Hammer, so eine Leistung von Lina habe ich heute zum ersten Mal erlebt. Ich bin überrascht. Sieger dieses Matches! Was auch immer Melanie Gray hier ins Ohr geflüstert hat. Gut war es nicht, aber effektiv. Kommen wir nun zum Main Event des Abends! Das folgende Match ist ein Singles-Match und es ist angesetzt auf einen Fall! Ja.
auf dem Weg zum Ring mit einem Kampfgewicht von 105 Kilogramm. Er ist aus Kiel und der Träger des Nova Marti Shawcups, der Zerstörer Bennett Blanc. Und da ist er mit seinem persönlichen Pokalträger, wie es aussieht, seit Project Nova 7. Trägt Bennett Brown den Nova Marti Shawcup. Damals hat er ihn im Candlestick Pitbull Jesse J abgenommen und gegen namhafte Gegner verteidigt. Aber heute steht ihm ein Mann gegenüber. Der ist einfach nur big to the goddamn Nick. Der größte Wrestler Deutschlands. Wird es Bennett Brown schaffen, diesen Koloss zu bezwingen? Wenn es einer schaffen kann, dann der Zerstörer aus Kiel. Jesse J zerstört. René Shaw zerstört. Big Nick? Wir wissen es noch nicht. Finden wir es heute heraus. Auf dem Weg zum Ring mit einem Kampfgewicht von 129 Kilogramm. Er ist der Sieger von Nova Collision und er ist der größte Wrestler Europas mit einer Kampfgröße von 2 Meter und 10. Der größte Wrestler Europas. Aber Abdul, du bist doch der Experte. Wie ist eigentlich der Instagram-Handle von Big Nick? Big, bigger, Big Nick. Project Nova 10 ist offiziell Big. Würde es aber so bleiben? Das ist die Frage. Guck dir diesen Blick an von Bennett Brown. Schon lange will er Big Nick in die Finger kriegen. Wir erinnern uns, letzte Show, Pick Your Poison. Bennett Brown hat für die Niederlage von Big Nick gesorgt, indem er Jesse J angegriffen hat. Bennett Brown ist ein Fuchs. Das muss man auf jeden Fall an dieser Stelle so sagen. Ich habe ja auch meine Geschichte mit ihm. Wir hatten harte Schlachten gegeneinander. Ob man ihn persönlich mag oder nicht, ich respektiere diesen Mann. Aber jetzt hat er einen Koloss von Big Nick vor sich. Und man muss ja noch im Sinn behalten, wie Big Nick sich diesen Pokal verdient hat. Er hat in einem Turnier teilgenommen, Collision. Und er hat dort alles weggeräumt. Er ist dort durchgewalzt. David Adili, niedergewalzt. Joshua Amaru, niedergewalzt. Alles. Alex Duke. Nino Bryant. Sepp, was passiert jetzt schon wieder? Virgil? Was wird das jetzt hier? Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber offensichtlich finden euch hier beide scheiße. Da ist was Wahres dran. Und ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich, ich habe kurz überlegt, ob ich hier überhaupt rauskomme, weil jedes Mal, wenn ich hier rauskomme, passiert irgendeine Scheiße. Ich sitze hier mit Ronaldo Shaqiri, dann kommt Ahura und sagt, er hatte überhaupt gar nichts verloren. Ich stehe hier mit Kara, dann kommt Jesse J und gibt mir eine Ohrfeige. Und Bennett Brown, als wir das letzte Mal im Ring gestanden haben, hast du mir ins Gesicht gespuckt. Und mein Freund, ich vergesse nicht. Und Big Nick, bei dir wundern sich sowieso alle, wieso du 3 Sätze überhaupt sprechen kannst, du Neandertaler. Applaus
Ganz im Ernst, es soll ja heute darum gehen, wer die Nummer 1 von Nova ist. Und für mich fehlt hier ein Mann. Ein Mann, der die letzten zwei Shows in den Main Events bewiesen hat, dass er zur Spitze von Project Nova gehört. Ich schulde niemandem einen Gefallen, aber dieses Match ist ein Three-Way-Dance. What? Als wäre Maggot und Lawrence Roman nicht genug gewesen. Da ist er. He is Money! Padawan Lima! Padawan Lima, Teil des Main Events von Project Nova Wrestling 10. Nick Schreier. Wenn es einen Mann gibt, der sich diesen Platz hier verdient hat, dann ist es er, Padawan Lima. Das kann ich nur so unterschreiben. Und wenn man bedenkt, wo der Mann herkommt, was er alles durchgemacht hat. Und Entschuldigung, ich bin noch nicht fertig. Was? Wie jetzt? Hallo? Was ich denn mein, noch? Nein. Three-Way-Match, das ist es. Aber worum geht's hier eigentlich? Ich meine, Bennett Brown, du hast einen schönen Pokal, den Nova Marty Shaw Cup. Du weißt wahrscheinlich nicht mal, wer Marty Shaw war. Marty Shaw war der erste GWF Berlin Champion. Und zu seinen Ehren hat dieser Pokal diesen Namen. Und Big Nick, du hast den größeren Pokal. Und Nima, du hast einen schönen Bademantel. Worum geht's hier eigentlich? Es tut mir leid, Carly. Dieser Main Event ist ein Three-Way-Match, angesetzt auf einen Fall. Und es geht um den Project Nova Championship! What the fuck? Was? What? Ihren ersten Titel und das ist der Project Nova Championship! Wow! Einfach nur wow! Was für ein Ding! Ich habe ja mit allem gerechnet heute, ja? Aber damit nicht! Heute wird Geschichte geschrieben, Sepp Hammer. Ich bin heiß. Ich bin heiß auf dieses Main Event. Heute wird Geschichte geschrieben. Und ich bin stolz, Teil dieses Events sein zu dürfen. Wow. Aber siehst du das? Bennett und Big Nick nehmen gar keine Notiz von Nima. Als wäre einfach nur so eine Fußnote, eine Randfigur in diesem Kampf. Das siehst du? Da schubst er ihn einfach beiseite. Ja, wir beide machen das unter uns aus. Ah, jetzt auch noch von Bennett Brown, aber das lässt niemand bestimmt nicht auf sich sitzen. Siehst du, die Wristbands gehen schon ab. Jetzt wird's ernst. Und zack! Direkt drauf da. Scheißegal, wie groß die sind. Einfach auf die Fresse. Bennett zu Boden geschickt, aber ob ihm das mit Big Nick auch gelingt? Kollision! Kick. Bei Nick, ja. Schön weggesprungen. Chokeslam-Ansatz. Chokeslam. Auf die Schultern. Oh. Ja, das war vielleicht Bärendienst für Big Nick, weil jetzt kommt niemand an dessen Schädel ran. Electric Chair. Ja, ich würde sagen, damit haben sie sich niemand erstmal entledigt. Jetzt geht's ran an den Salat für Bennett Brown.
aber sein Gegner ist Big. Schau dir das mal an, wie Bennett Big Nick durch den Ring schiebt. So was haben wir noch lange nicht mehr gesehen. Big Boot. Clothesline. Und Bennett liegt. Da ist aber schon wieder niemand. Und geht direkt wieder aus dem Ring. In die Ecke. Sidewalk. Slap. Und platt gedrückt. Direkt der Pin hinterher. Zwei. Und das hätte der erste Champion sein können. Bam. Tschüss, Nima. Nima versucht einen Weg reinzufinden. Rein in das Geschehen. Rein um den Kampf. Um den Project Nova Championship. Da soll es kommen. Der Chokeslam. Dank. Nein. Konnte sich befreien. Schickt Nick in die Ecke. Ausgehoben? Nima! Dropkick! Nima kommt herangewetzt. Scissors Kick. Big Nick schwankt. Cover. Eins, zwei. Bennett ist außerhalb des Rings. Bennett ist erstmal raus. Jetzt heißt es Big Nick gegen Palawan Nima. Ansatz zur Armbar schon. Big Nick hält ihn einfach fest. Aua! Wie eine Bratpfanne vor die Brust. Der Chop hat gescheppert und vor allem mit einer Hand, die Big ist. Bennett wird hier wieder aus dem Ring geschickt. Das ist die schlauste Taktik in so einem Freeway-Abdul. Immer einen Gegner bloß weit weg von allem halten. Aber Nima lässt sich hier gar nichts gefallen. Und geht auf eine Flugreise. Als wäre er eine kleine Fliege, hat er ihn einfach durch den Ring geworfen. Aber er ist noch nicht fertig. Big Nick beweist die Ringübersicht und zieht Nima vom Seil weg. Das reicht noch nicht. Wir haben es gesehen. Gegen Nick Schreier, gegen Crowchester. Nima kann einstecken. Nima kann auf jeden Fall einstecken. Ist ein harter Hund, aber ob das gegen Big Nick reicht oder gegen Bennett Brown oder gegen beide. Oder gegen beide. Dropkick gegen Spine. Big Nick mit der Stirn voran in die Ecke. Direkt hinterher. Ab nach oben. Zwei. Zwei. Ja. Und wieder heran. Vorarm. Aber da ist auch Bennett wieder. Bennett mischt sich hier ein. Links und rechts, auf Glatz, auf Glatz. Und da fliegt die Schweinebacke aus dem Ring. Danke, Nima. Ah, Nima jetzt in einer gefährlichen Position, aber Head Scissor ausgekontert. Einmal anrufen hier, ja? Wenn wir jetzt einmal rumsehen, wir jetzt etwa. Das, Bennett hält ihn auf. War ich nicht, nee, zu Big Boot. Bennett wieder die Hand an der Kehle, springt nach unten. Taktisch die Armbeuge auf oberste Seil. Und jetzt gehen beide auf Big Nick vor. Schlaue Taktik, den Riesen wegzubekommen. Bennett von oben, Crossbody. Das haben wir von Bennett auch noch nicht häufig gesehen. Selten haben wir überhaupt gesehen, dass Big Nick ja, mit dem Rücken den Boden berührt. Das erwarte ich von Männern von wie Heisenberg, Ronaldo. Aber auch Bennett schafft es. Der Zerstörer aus Kiel macht seinem Namen hier alle Ehre. Er ist nicht nur auf dem Boden im Ring, sondern es ist auch rausgerollt. Nimmt sich jetzt die Zeit, um einen neuen Plan zu spielen und kommt direkt wieder rein. Nima wetzt heran. Schnappt sich Bennett. Superkick. Bloß Big Nick aus dem Ring halten. Chokeslam, Ansatz an die Kehle. Aber Nima befreit sich. Er weiß, sobald es da ungefähr ja, so 3-4 Meter nach oben geht, ist Feierabend. Harter Ansatz. Und Shiranui. Und benutzt Big Nick als Rampe. Schöne Kombination. Von Palawan Nima.
er hat jetzt den Moment. Moment mal! Er fliegt! Big Nick in die Arme! Aber Big Nick, der steht noch! Nima geht aufs oberste Seil, klettert nach oben. Jetzt will er hier wieder seinen Moonsault zeigen. Nima holt sich die Crowd. Oh, Whisper in the Wind nach draußen. Perfekt getroffen an den Kopf. Sofort ist Nis dabei und checkt beide. Nima steht, aber Big Nick scheint erstmal eliminiert zu sein. Nima wieder nach oben, nimmt genau Maß auf Bennett. Nima springt, Frog Splash, Treffer. Cover, 1-2. Kick out. Big Nick kann gerade nicht eingreifen. Wenn Palawan Nima eine Chance hat, dieses Match zu gewinnen, dann ist es jetzt. Nima nimmt Maß, Zigzag, nein. Clothesline. Und da liegt Palawan Nima flach im Boden. Come on, er soll auf die Beine kommen. Die Band wird angestimmt. Ansatz. Powerbomb. 1-2. Nein. Und ich sehe Big Nicks Prank hier wieder auf dem Apron. Langsam kommt der Koloss von Berlin wieder in den Ring. Bennett sieht dies und harten Tritt an Big Nicks Kopf. Den Riesen so lange wie möglich aus dem Geschehen zu bringen. Das ist die Strategie. Fuß abgefangen. Was wird denn da? Ein innovativer Aufnahmegriff hier von Bennett Brown. Biegt hier niemand wie so ein Akkordeon fast durch. Den Palawan zerstören. Und aufs Bein. Cover 1, 2. Wie macht niemand das? Ein harter Hund ist dieser Bursche. Ein ganz harter Hund. Er liegt in der perfekten Position für Bennett. Ja, der sieht es. Die Rings of Saturn sollen kommen. Und wenn die jetzt durchgezogen werden, ich glaube kaum, dass niemand das noch aushält. Aber Big Nick. Ein Planscher ins Kreuz. Ja, Big Nick schnappt sich Nima, sieht ihn gerade als schwächeren Gegner an, wirft ihn aus dem Ring, klettert sofort hinterher. Jetzt läuft das Geschehen außerhalb des Rings, alle Männer sind außerhalb des Rings. Ja, wir sind hier bei einem Freeway Dance, hier gibt es kein Countout. Nima hier gegen die Stage. Big Nick wirft seinen Gegner einfach oben drauf, klettert sofort hinterher. Aber egal, was du da machst, Nick, damit kannst du nicht gewinnen. Aber Joe Slam Dunk eingekolbt. Palawan Nima regungslos auf dem Boden, zuckt nur noch so ein bisschen. Und jetzt haben die beiden das, was sie wollten. Ein One-on-One. Weil ich glaube, mit Nima können wir heute nicht mehr rechnen. Es fällt mir schwer zu sagen, aber das kann nur das Ende für Nima sein. Ja, es ist Bennett, macht sich die Handgelenke frei. Jetzt wird auch für Bennett hier mal einen Gang hochgeschaltet. Diese beiden hassen sich. Diese beiden wollen zeigen, wer hier die Nummer 1 ist. Harten Joy, ja, meine Fresse! Auch wenn ich diese beiden Männer hier nicht mag, das sind zwei harte Athleten, die sich nichts schenken. Und das muss man auch an dieser Stelle so respektieren. Also deren Brust ist nach diesem Match platter als ein Wiener Schnitzel.
harten Tritt an den Kopf. Bennett schaltet nochmal einen Gang hoch. Big Boot. Das ist jetzt der Moment für Big Nick. Jetzt muss er alles kanalisieren. Jetzt muss er seinen Moment nutzen. Siehst du, wie diese Ader an Nicks Hals pocht? Nicht nur an seinen Hals, über seine Glatze, über sein ganzes Gesicht. Nick will der erste Project Nova Wrestling Champion werden. Schafft er das? Er hält ihn zum Ansatz zum Tor. Nein, er greift ihm in die Augen, diese Schweinebacke. Ist aber tatsächlich in dem Freeway auch erlaubt. No DQs. Genauso wie das. Aua. German. Schöner German Suplex. Hast du schon mal irgendwie gesehen, dass Big Nick so tupiert wird? Jetzt hat er ihn auch noch auf die Schultern und ein Power Slam. Der Pin hinterher, es ist das Ende. 1, 2. Ich hätte niemals gedacht, dass es irgendwer schafft, Big Nick so durch die Gegend zu hieven. Das ist der Zerstörer aus Kiel, Bennett Brown. Die Straps gehen nach unten. Ein Gang hoch. Jetzt will Bennett wieder aufs oberste Seil. High-Flying-Maschine Bennett Brown. Geht hier aufs oberste Seil. Aber er lebt doch noch. In die Pranke. Chokeslam. Dunk. Cover. Big Nick. Niemand tatsächlich noch im Geschehen, niemand an der Ecke. Da kommt er! Coup de Gras! Double Footstop vom obersten Ringseil. Wie so eine Granate direkt in den Rücken rein. Das gibt Hexenschuss. Niemand nach diesem Chokeslam auf der Bühne, immer noch im Geschehen. Wie, Abdul, wie? Du bist selbst Wrestler, wie macht er das? Das ist eiserner Willen. Bei solchen Momenten, bei solchen Kämpfen geht es einfach um alles. Es geht um den Project Nova Wrestling Championship. Da kanalisiert man wirklich alle, jede Kraft, die man hat. Man geht die Extrameile, um den Gold um seinen Hüften zu bekommen. Darum geht es. Darum ist man Wrestler. Man möchte glorreich sein, alles gewinnen, was es gibt. Und das will auch Palevan Nima. Bennett wird hier wieder ins Seil geschickt. Da ist wieder Big Nick, wieder die Pranke an den Hals. Wieder im Chokeslam, gefährliche Position für Palevan Nima. Aber der freut sich, der befreit sich, ich sag's dir. Und Herzsitzer. Und da hängen die beiden nebeneinander im Seil. Vorteilhafte Position für Palevan Nima, kann er diese auch nutzen? Er rennt ins Seil, Nima läuft, Nima schwingt, Nima 619. Auf nach oben geht es. Bennett rollt sich hier aus dem Ring, um hier keinen Pin zu riskieren. Nima auf dem obersten Seil. Elbow! Ist es das Ende? Konnte er den Riesen schlachten? 2! Nein. Wie schon gesagt, es geht um alles. Jeder geht gerade in die Extrameile. Jeder nimmt jede Reserve aus dem Körper raus, um dieses Match zu gewinnen. Abdul, siehst du das? Was macht Bennett da? Was hat er denn da? Das ist wieder dieser scheiß Schraubenschlüssel. Ja. Mit diesem Schraubenschlüssel hat der Aufstieg von Bennett Brown hier bei Nova begonnen. Damals gegen Nick Schrei, aber dieses Mal nicht. Jetzt hat niemand den Schraubenschlüssel. Bennett fleht. Bennett fleht. Aber niemand. Das ist doch gar nicht. Da ist Big Nick. Big Nick will zu. Nein. Zigzag. Zweiter. Und gegen niemand. Cover. Das kann nicht. 1, 2. Ich bin mit dabei, nach dem Chokeslam, nach dem Schraubenschlüssel. Ich hätte gedacht, das war's. Big Nick schwankt, kommt langsam wieder auf die Beine. Bennett rollt sich aus dem Ring. Niemand versucht, wieder hochzukommen. Aber
Nick lässt hier nicht locker. Schnappt sich Bennett, bevor der flüchten kann. Hat ihn an der Kehle. Will jetzt auch noch niemals. Big Boot. Auf. Jobslam. Down. 1, 2, 3. That's big. Der neue Project Nova Wrestling Champion ist Big Nick. Sieger dieses Matches! Die Nummer 1 bei Project Nova, Big Nick. Ja, meine Lieben, das war ein historischer Abend. Wir haben unseren ersten Champion gekürt, Abdul. Meine Lieben, mein Name ist Sepp Hammer. Letzten Worte lasse ich meinem Kommentatorenpartner und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Meine Damen, meine Herren, der allererste Project Nova Wrestling Champion, Big to the goddamn Nick. Es war mir eine Ehre, kommentieren zu dürfen mit dir, Sepp Hammer. Vielen, vielen Dank. Einen schönen Abend, Berlin. Wir sehen uns in der Zukunft.